Ich bin der Swobo und in diesem Video möchte ich euch meinen neuen besten Freund vorstellen, meinen neuen Alltagsbegleiter und auch meinen neuen Tourenbegleiter. Mein Fahrradanhänger, der Cargo Kalle aus dem Hause Cruiser. Mein Kalle ist der kleinste Cargo-Anhänger von Cruiser und hat noch zwei größere Brüder, den Paco und den Ture. Die drei unterscheiden sich hauptsächlich in ihrem Ladevolumen. Der Kalle hier hat 92 Liter Volumen, der Paco und der Ture haben jeweils 135 Liter Volumen und der Ture hat dazu noch ein gefedertes Fahrwerk. Der Fahrradanhänger selber wiegt 8 Kilogramm und darf mit bis zu 45 Kilogramm Ladung belastet werden. Der Laderaum ist außen 71 cm lang, der Nutzraum 70 cm. Die Gesamtbreite beträgt 64 cm, der Nutzraum ist 43 cm breit. Kalle ist insgesamt 54 cm hoch, der Nutzraum 33 cm. Der Grund, dass ich mir den Kalle gekauft habe, war eigentlich, dass ich ihn als reinen Alltagsbegleiter nutzen wollte. Sprich zum Einkaufen, für auch schwerere Sachen, wenn man mal Getränkekisten einkauft, die man nicht gut in der Fahrradtasche transportieren kann. Das war der eigentliche Grund, bei steigenden Benzinpreisen halt dann mal mehr aufs Auto verzichten zu können. Jetzt habe ich aber auch festgestellt, dass ich ihn gut auf Touren nutzen kann. Auf meiner letzten Tour, 140 Kilometer E-Bike-Abenteuer im Münsterland, verlinke ich euch mal eben hier oben, war er mir auch schon ein treuer Begleiter. Kalle bietet beim Einkaufen praktisch wie angegossen Platz für eine Kiste Wasser oder eine Kiste Bier oder eine Kiste Wasser und eine Kiste Bier oder eine Kiste Bier und diese IKEA Trofast Box, wo man die wichtigen Einkäufe mit transportieren kann. Meine Standardausrüstung für Übernachtungstouren besteht aus meinem Zelt, meiner Luftmatratze, meinem Schlafsack, meinem Kopfkissen, meinem Groundsheet und meinem Faltsessel. Insgesamt 6,5 Kilogramm. Hinten hat der Kalle zwei rote Reflektoren, allerdings kein aktives Rücklicht. Das gibt es auch als Sonderzubehör, muss ich mir noch besorgen, habe ich noch nicht, damit ich auch Fahrten im Dunkeln unternehmen kann. Und das Rücklicht kann man dann hier oder hier einstecken. Es reicht auch eins, weil der Hänger insgesamt nicht breiter als 1 Meter ist. Vorne hat er diese beiden weißen Reflektoren. An beiden Seiten gibt es ja diesen Radschutz. Den kann man auch gut als Griff zum Tragen verwenden oder um den Anhänger gegen Diebstahl zu sichern. Es ist ja ganz schön, Fahrradanhänger zu haben, wo eine Menge reinpasst. Aber was mache ich mit dem Ding, wenn ich den nicht brauche? Der braucht eine ganze Menge Platz, wenn ich den irgendwo hinstellen möchte. Und das Tolle bei Kalle ist, man kriegt den ganz einfach klein. So sieht das Ganze doch schon ganz anders aus. Zum Lieferumfang gehört diese Click-and-Cruise-Kupplung. Ich habe mir aber eine Schnellspannachse mit festverbauter Kupplung besorgt. Ich finde, das sieht ein bisschen schicker aus und macht für mich auch einen stabileren Eindruck. Beim Click-and-Cruise-System wird das Kupplungsteil an der Deichsel einfach auf den Zapfen aufgesteckt, verriegelt dann selbstständig. Ich kann dann noch diesen kleinen Sicherheitsgurt hier befestigen, der verriegelt auch selbstständig, lässt sich auch einfach wieder entriegeln. Und das Ganze kann ich auch noch am Rad abschließen. Dadurch, dass ich bei meinen Touren das Gepäck jetzt im Fahrradanhänger dabei habe, habe ich ja jetzt keine Fahrradtaschen mehr am Gepäckträger. Ich habe also kein Gewicht mehr, was mir aufs Hinterrad drückt. Allerdings habe ich natürlich über die Deichsel das Gewicht des Anhängers und natürlich auch die Stützlast hier am Hinterrad. Und die habe ich mal mit meiner Kofferwaage nachgemessen. Mit meiner mechanischen Kofferwaage hier habe ich die Deichsel halt auf Höhe der Steckkupplung gebracht. Das Ganze einmal mit leerem Anhänger. Habe ich 1 Kilogramm Stützlast.
den Anhänger gepackt mit meinem Tourengepäck für Übernachtung. Das Gepäck befindet sich hinten im Anhänger, also auf der Achse. Dann sind es 1,5 Kilogramm Stützlast. Wenn ich das gleiche Gepäck nach vorne packe, habe ich direkt 5 Kilogramm Stützlast. Ich bin sehr positiv überrascht über die Fahreigenschaften des Anhängers. Ich hätte gedacht, dass er gerade auf unebenen Untergründen deutlich mehr springt, macht er aber gar nicht. Der Kalle ist ein bisschen wetterempfindlich. Der Stoff ist zwar leicht wasserabweisend, wenn es aber mal richtig regnet, braucht der Kalle auch eine richtige Regenjacke. Die ist natürlich nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Sonderzubehör dann natürlich dazu zu erwerben. 92 Liter Fassungsvermögen ist natürlich ein großer Vorteil, gerade auf Touren, wenn man länger unterwegs ist, da passt er mehr rein als in 4 große Fahrradtaschen. Und ich könnte mir zusätzlich trotzdem noch eine große Fahrradtasche ans Rad dranhängen. Ich habe ja maximal, denke ich mal, wenn der ganz voll geladen ist, ich hatte jetzt ja bloß mein Übernachtungsgepäck, knapp 7 Kilo zugeladen, aber das auch vorne wirklich, und dass es wirklich Druck auf die Deichsel macht, da hatte ich knapp 5 Kilo Stützlast. Und ich bin ja sonst auch mit 25 Kilo auf dem Gepäckträger unterwegs. Von daher ist es auf jeden Fall für Touren ein Gewinn, so viel Volumen dabei zu haben, so viele Möglichkeiten mitzunehmen. Da fällt mir wahrscheinlich wieder viel zu viel Quatsch ein, den man da mitnimmt, den man eigentlich unterwegs gar nicht haben müsste. Naja, für Tagestouren werde ich jedenfalls nicht nutzen, aber auch zum Einkaufen. Habt ihr ja gesehen, Kisten passen da wunderbar rein. Der Anhänger ist praktisch um 2 Bierkisten drumherum konzipiert worden. Das begeistert mich, das finde ich tippitoppi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht hat, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Schaut auch dann auch meine anderen Videos an. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo.